Wunderschönen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Pflanzen, zumindest darüber, was übrig geblieben ist. Wollten wir richtig lange hermachen, ne? Ja. Weil meine Mama war letztens so verwundert, dass ich irgendwas in der Story gezeigt habe. Ah, unten diese rote Pflanze. Ich dachte, die haben wir schon so lange. Stimmt, zeigen wir gleich. Deswegen. Die ist auch wunderschön. Aber wir fangen beabsichtigt hier oben an. Hier oben ist unsere Beruga mit den Scootern drin. Was ist das eigentlich für ein Plastikborder? Plastikborder, das ist unsere Border. Obwohl, nee, eigentlich ist das nicht unsere Border. Wessen Border ist das? Stell dir mal vor, das ist die Border von unseren Nachbarn. Das kann halt sehr gut sein, weil hier ein bisschen sich verkalkuliert wurde. Und dieser Weg, hatten wir ja auch schon angesprochen, in dem Video, wo es um unser neues Villachibo-Tor oder die Tür ging. Dass wir den ganzen Weg hier abbauen müssen, ne? Wir müssen das hier abbauen und müssen wir so ein bisschen nach hier vorne bewegen. Ja, aber dann finde ich es nicht so schlimm, dass dieser Part nicht so schön ist. Stell dir mal vor, wir hätten hier so richtig viel Geld investiert in Pflanzen, alles schön zu machen und dann müsste man abbauen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, hier der Eingangsbereich ist wirklich nicht schön. Also wenn du so eine Property betrittst, ja, finde ich, es wäre schon schön, wenn man irgendwie so einen geilen Garten hat, sieht hier alles richtig messy aus. Jetzt vor allen Dingen zu diesem Augenblick, ihr wisst ja, wir hatten ursprünglich ja auch vor, den gesamten Eingangsbereich so ein bisschen zu untertunneln mit Pflanzen überall drunter, drüber, dass du quasi hier durch so einen Tunnel läufst. Haben wir, nur jetzt zur Trockensaison, sieht alles sehr, sehr dürftig aus. Hier an den Seiten, unser Lemongrass sieht eher aus wie Strohgrass, sieht aus wie Heu, wirklich. Erinnerst du dich so, die letzten Saison? Kommt das wieder zu sich oder ist das tot? Weil für mich sieht das ziemlich tot aus. Es sieht momentan sehr tot aus, ja. Aber guck mal, sobald du das gießt, passiert das. Was ist für ein Flip-Flop da? Gute Frage. Ich sammle hier auch ständig Müll aus dem Garten. Aber hier, schau mal, guck mal, es kommen immer wieder diese grünen, neu sprießenden Blätter raus vom Lemongrass. Geil. Und man kann hier auch den kompletten Garten runterschauen. Ob das so gut ist, I don't weil know. Es alles vertrocknet ist. Eigentlich müsste man hier so einen Weg runter machen. Das wäre ja viel schneller zu unserem Bereich. Könnte man jetzt rein theoretisch tun. Diesen Slalomweg zu laufen. Aber das wäre so ein privater Eingang, finde ich. Weil hier kommst du ja zu unserem Eingang. Ich glaube, wir müssen eh alles neu planen, auch hier mit der Garage. Ja. Parkung drauf. Wie bitte? Sorry. Ich bin einfach hungrig. Ich dachte, ich nehme mir ein bisschen probieren. Ja, by the way. Fasten, 5. Tag. Ich habe 5 Tage lang nichts gegessen. Oh, sorry. Als hättest du es vergessen. Naja, aber wir könnten ja den Weg auch einfach hier nach oben legen. Ja, das dürfen wir. Frage, Frangi. Wie gefällt das nur? Frangi. Fragi, wie immer, Tampi. Nee, müssen wir wahrscheinlich bezahlen. Aber warum? Wenn uns, die haben das, diesen Weg doch so geplant. Das ist doch nicht unsere Schuld. Das ist eine gute Frage. Schreibt es ja gerne in die Kommentare. Eigentlich müssten wir ja Zugang haben zu, ja, zur Straße oben. Und wir Straße. Haben ja nicht diesen Weg hier gelegt, das haben die doch gemacht. Ja. Und jetzt auf einmal zu sagen, hier ist nicht euer Land, sorry, aber... Stimmt. Ja, das wäre natürlich ganz praktisch. Ja. Was ich sagen wollte, Pflanzen-Update. Die Frangipanis waren richtig am... Sieht auch noch nicht gut aus, aber zumindest kommen die Blüten gerade wieder raus. Und zwar... an sehr vielen Spitzen. Vielleicht ist das so der letzte Samenausstoß. Aber wir hatten ja auch die Wolllausplage bei dem einen Frangipani und die haben wir erfolgreich bekämpft. Da waren gar keine Blüten, nichts dran und auf einmal sind sie jetzt wiedergekommen. Sehen wir auch gleich. Was hier auch geil ist, Schatz, ist dir mal aufgefallen, wie groß diese Coconuts geworden sind. Und die haben wir gepflanzt, Freunde, als das Babys waren. Also das war, ich erinnere mich noch. Die war so groß. Ja. Das war halt diese Kokosnuss und daraus ist die so Beine. Wie du die bei Ikea oder bei Lidl manchmal im Angebot kaufen kannst. Und die ist ja richtig groß. Also die sind ja noch, die zwei sind kleiner, aber die sind richtig fett. Hier haben wir 3 Stück gepflanzt und die sehen echt gut aus. Also ich bereue, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen, dass wir nicht mehr davon gepflanzt haben. Stell dir mal vor, wir hätten hier das komplette Haus entlang hier, weißt du? Ja, klar. Aber vielleicht war es auch da zu steil, ich weiß es nicht. Weil das hat ja sicherlich gar nichts gekostet. Nee, das Ding haben die irgendwo vom Boden aufgelesen. Ja, und dann würde es wie im Rende aussehen, weißt du, wo mit die ganzen, den ganzen Palmen im Hintergrund. Dann. Ja. Man fragt sich, was ist denn das? Also, liegt da jemand? Was ist das? Ihr könnt ja sehr gerne mal raten. So. Schreibt mal in die Kommentare, was kann das sein? Jetzt zu diesem Baum. Ich liebe ihn. Unser Bibo hat gesagt, sie findet den so mystisch. Also ich mag den nur im Zustand, wenn er blüht. Mhm. Jetzt gerade in der Trockensaison, in der Windsaison, ist der halt so, sieht der tot aus.
Und ich finde, der sieht so gespenstisch aus. Gespenstisch, das so waren richtig, die Worte. Ja. Sehr, genau, mystisch und gespenstisch. Ja. Stell dir mal vor, wir hätten hier diesen geilen roten Baum. Ja. Übrigens, den müssen wir kaufen. Seit 2 Jahren sagen wir immer nur, wie geil dieser Baum ist. Hier mal ganz kurz ein immer Foto von dem Baum. Der ist hier unten, ja. Hier am Rondo ist der, ja. Da am Eingang in Tampa. Ist also es sind in den perfekten Positionen immer. Aber der hier, erstmal der Baum, damit wir ihn auch sehen. Ich finde, das sieht so cool aus. Aber es dauert nicht mehr lange. Es kann natürlich sein, dass unser Gärtner hier ein bisschen mehr gegossen hat, dass der Baum jetzt denkt, oh, Regensaison beginnt wieder. Schaut mal, die Spitzen der Äste sprießen. Hier haben wir neue Pflanzen gesetzt. Die sehen ziemlich ramponiert aus. Aber die haben so schöne Farben eigentlich. Es ist schade zu sehen, dass die gerade eingehen. Man fragt sich jetzt an dieser Stelle natürlich so, ja, warum gießt ihr die denn dann nicht? Wir haben hier tatsächlich nicht nur Trockensaison, was so viel bedeutet wie es regnet seit Monaten gar nicht, sondern wir haben hier auch gerade ein Wasserlieferungsproblem. Eine Woche kriegen wir gerade kein Wasser, ne? Seit einer Woche und das ist vorher halt auch schon mal passiert. Ja, ein bisschen haben wir ja noch nach, also duschen können wir schon noch. Zum Glück haben wir einen Pool, weißt du? Ja, aber wir kriegen die Pflanzen halt nicht gegossen. Das ist echt mies. Wir haben jetzt eine Woche, davor hatten wir schon einige Wochen, wo wir einfach nicht gießen konnten. Und das ist der Grund, weshalb die ganzen Pflanzen austrocknen. Aber auch hier, Schatz, guck mal. Kommt er mir immer mit seinen Knospen, weißt du? Ja, aber Knospen, das ist so ein Zeichen dafür. Ja, sieht wack aus, aber also sie ist nicht tot, das will ich damit auch sagen. Überlegen, finde ich. Also hier gefällt mir das auch nicht. Ja. Also dieses, hier war ja mal Lemongrass auch nicht am Start. Du siehst nur diese hässliche Betonlampe. Ja, die hier. Es sieht einfach nicht schön aus. Das, was ich an Lemongrass überhaupt nicht feiere, ist, dass die älteren Stängel irgendwann vertrocknen und dann neue Grüne halt rauswachsen. Sieht das unten so aus? Aber die Frage ist ja eh, inwiefern werden wir diesen ganzen Bereich eines Tages abreißen? Ja, oder verändern, wenn wir hier unser Carport oder keine Ahnung was hinstellen. Meine Traumvorstellung ist ja immer noch, hier einmal runter zu cruisen mit dem Scooter, zu parken und dann einfach schön ins Haus zu gehen und nicht jedes Mal diesen Berg hoch und runter. Vor allem, wenn man nach oben geht. Jeder, der hier ist, weiß, es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Jetzt im schwangeren Zustand, Alter. Deswegen ist vielleicht besser, dass wir hier noch fast quasi gar kein Geld reingesteckt haben. Sonst würde es einfach nur wehtun. Aber ja, hier so aus der Garage raus, aus dem Carport, wäre ganz nice. Dann bist du direkt auf Hausebene. Das wäre perfekt, wenn man dann 2 Ausgänge raus hätte. Einmal hier runter oder einmal hier zur Seite. Ja. Ich glaube spätestens, wenn hier die Nachbarn bauen würden und die hier alles platt machen mit Traktor, Maktor, dann könnten sie hier nochmal für uns reinfahren. Dass man einmal sagt, ja, könnt ihr nochmal kurz hier so einen Schlenker reinmachen? Einmal kurz planieren, danke. Schau mal bitte, der komplette Bodendecker hier, diese Kletterpflanzen. Ist tot, ne? Alles dead. Weiß gar nicht mehr, wie das letzte Saison war. Mir kommt das vor, als wären wir gar nicht hier gewesen. Aber hier, andere Sache, ist auf jeden Fall dieser Bereich. Hier ist ja auch Lemongrass. Hier haben wir ja neulich alles mal platt gemacht, ne? Mhm. Weil das ja auch alles mit diesem vertrockneten Lemongrass war, nachdem sie es abgeschnitten haben. Ja. Und jetzt bin ich ja total dafür, dass wir diese eine Hecke hier, diese Blütenhecke pflanzen. Mit diesen geilen Blüten, weißt du? Was ja so rot und rosa. Wie geil wäre das hier? Aber wir müssen mal den Namen rausfinden, damit wir... Wir können hier einfach mal ein Foto einblenden. Genau. Aber das ist so jetzt die Pflanze, die überall hier blüht. Immer zu dem Zeitpunkt, wenn alles andere vertrocknet, blüht die extremst auf. Das sieht so schön aus in Kombination mit so Kokospalmen. Die Frage ist... Gerade daneben, es sieht richtig nice aus. Die Frage ist denn unter normalen Umständen, wenn es zum Beispiel regnet, sind die Blüten dann weg? Ja, aber im Mashtari sind doch immer die Blüten da. Sind die immer da? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, ja. Ja, really? Also ich glaube, jetzt sind sie vielleicht mag diese Pflanze extrem diese Hitze. Oder wenn es trocken ist, kann ja sein, dass das so, dass sie dann mehr blüht, weil sie jetzt einem auf jeden Fall extrem ins Auge sticht. Wenn man irgendwo längs fährt, weil alles einfach, andere tot ja, ist. Ja, genau. Oder so braun, vertrocknet und das ist halt so juicy, schön Blüte. Mm. Plus es ist eine Hecke, weil ich finde, gerade hier so dieser Bereich, das ist schon ein bisschen gefährlich, ne? Jetzt noch mit einem weiteren kleinen Kind, das hier rumläuft oder wenn hier irgendwelche Leute Besowski rumlaufen. Also wenn du hier runterfällst, holla die Waldfee. Und dann hast du halt diese Hecke, das ist ja auch irgendwo wie ein Zaun. Ist das nicht sogar so eine Dornenhecke? Ja, ja, stimmt. Das ist auch nicht gut. Auf Sufski, ja, da bleibst du erstmal hängen, ey. So Leute, kommen wir mal kurz zur Nursery. Peppers Haus habe ich vor ein paar Tagen umgestellt, weil die Termiten ja alles zerfressen haben. Guckt euch das an. Jetzt steht schon wieder seit 3 Tagen so. Ja, ich musste das erstmal einmal retten. Ich weiß halt nicht, wo wir es hinstellen sollen.
Die haben keine optimale Position. Fakt ist, sie benutzt es halt auch einfach nicht, ne? Ja, aber sieht trotzdem schön aus. Aber ja, vielleicht kann man es echt dem Hundeschelter schenken. Ist eigentlich eine gute Idee, ne? Fürs Hundeschelter. Ja, ah, für das neue Baby. Vielleicht zieht das Baby da ein. Welches Baby? Ach so. Welches Baby? What? Baby. Eigentlich brauchen wir mit dem neuen Baby auch einen neuen Hund. Nein. Wer ist dafür? Nein. Stimmt sehr gerne ab. Nein. Wer ist mit dem Schwarzen? Alter, der wird ausgestopft. Schatz, du lehnst dich gerade an den Baum an, was vollkommen in Ordnung ist, der umgekippt war. Ach so, das ist der Kamerad. Ja, er ist zweimal umgestürzt, zweimal in diese Richtung. Dann haben wir ja hier quasi die Krone gekappt. Ja, aber er lebt noch. Er lebt noch. Ich würde ihn Björn taufen. Björn? Ja, irgendwie ist mir dieser Name gerade. Weil das so eine nordische Birke ist? Also hübsch ist er nicht, aber ja. Doch, wenn der als der groß ausgewachsen war, sah der richtig cool aus. Aber wie ihr seht, ganz viele grüne Blätters wieder dran. Neue Äste, die rauswachsen. Gestern oder vorgestern? Einfach so ein riesen fetter Affe, der hier saß. Also es war richtig so ein Fettsackaffe, ne? Und der hat die halbe Papaya-Pflanze, den halben Papaya-Baum abgerissen. Ich habe noch geschrien, und dann hat er den einfach, ich dachte so, warum habe ich das getan? Vielleicht wäre er einfach so gegangen und hätte nicht alles abgerissen. Ich frage mich aber, wo war das dran? Was hat der abgerissen? Hier, nee. Er reißt hier diese ganzen Blätter um. Ich habe gesehen, wie er weggelaufen ist. Er ist bestimmt mit so einem Teil wie dieses Ganze weggelaufen. Mein Herz hat richtig geblutet. Ist das so die einzige überlebende Papaya-Pflanze? Nein, wir haben eine noch im Garten, die ich heute Morgen gesehen habe. Hast du sie gesehen? Ich habe heute Morgen eine gesehen. Aber schauen wir mal ganz kurz, wie unsere Paprikas aussehen. Wow. Wo ist mein Dill? Da ist ein Dill. Alter, aus dem Dill sind ja schon richtige Bäume gewachsen. Das riecht so geil. Also diesen Geruch assoziiere ich voll mit meiner Oma und mit so Gewürzgurken. Das ist eine schöne Erinnerung. Leider ist meine Omi nicht mehr bei uns. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung an sie. Und diesen Dill, den müssen wir irgendwie hier vermehren oder so. Also der Dill sieht auch sehr trocken aus. Ja. Aber Blumen. Oh, es riecht wirklich gut. Es riecht richtig geil. Ja. Unser Salat sieht auch sehr dürftig aus. Also ich weiß nicht, ob es jetzt auch an der Trockensaison liegt und an dem Platz, dass hier auch gar kein Schatten ist, dass vielleicht auch gar keine andere Option ist. Es ist wahrscheinlich ein bisschen Schatten schaffen für einige Pflanzen. Aber es ist halt echt schade, ne? Also das sah hier mal ganz anders aus. Hier, die ganzen Pflanzen sind schon ab, aber wir sehen halt hier Kurkuma und Ingwer als Wurzeln, die hier noch drin sind. Aber die haben gesagt, wir sollen es noch nicht ernten, weil es noch größer wird. Was ich crazy finde, ist, wenn man hier ganz außen an unserem Grundstück, an unserem Haus steht, ich bin ja hier noch auf Fundament, und hier runter schaut, guck mal, dann kann man auf das Nachbarsgrundstück, quasi auf die Baustelle schon drauf gucken. Es ist crazy, wie dicht die doch dran sind. Beziehungsweise es fühlt sich sehr dicht an, aber letzten Endes ist es ja auch nicht das Haus, was da steht, sondern nur das Grundstück. Aber wir laufen hier mal kurz runter. Look at this. Wenn ihr möchtet, können wir die Tage ein Nachbarshaus-Update machen. Dann fliege ich auch nochmal mit Drohne drüber und gehe nochmal dichter ran. Aber dieses Grundstück ist, glaube ich, um einiges größer als unseres. Das ist ja voll das traurige Video. Kriegt dieses Video noch irgendwie eine Kurve? Puh. Oh. Wir wollen ja auch keine Videos produzieren, wo wir nur rummeckern. Aber es ist wirklich traurig, muss ich sagen. Auch hier wieder, was ist das hier? Unser Lavendel. Unser Möchtegern-Lavendel sieht einfach kacke aus und meine Füße verbrennen. Alter, es ist so heiß hier gerade auf dem Deck. Auch der Rasen. Obwohl, hier hat er jetzt neulich Dünger raufgemacht. Ich glaube, vor 2 Tagen, ne? Oh, okay. Ja, ja. Hier haben wir auch neue Pflanzen gesetzt mit coolen Farben. Rötlich, mit Pink. Sehr, sehr coole Blätter. Aber die ändern natürlich auch ihre Farbe mit der harten Sonneneinstrahlung und mit nicht ausreichend Wasser. Habe ich mir ganz ehrlich auch anders vorgestellt. Also ich dachte ja, das wird alles schön, also so wie hier dieser Bereich, sehr flach sein. Aber auf einmal kamen die Pflanzen an und die waren viel, viel höher und das sieht halt nicht schön aus. Also das muss einmal komplett voll bedeckt sein und schön flach und nicht so ein bisschen oben, weißt du? So, checkt mal bitte unsere Kletterpflanze aus. Hier auf dem Dach war ja extremst buschig, hat viel an Masse abgenommen, aber sie fängt an, unter dem Dach ganz krass zu wachsen. Guckt euch das mal an. Im zweiten Gästezimmer, also in meinem Arbeitszimmer, sieht sie momentan eher karg aus, aber hier oben, finde ich, außer so ein paar braune Blätter, lässt es sich doch noch sehen. Für den Gesamtzustand, wenn ihr mal runterguckt, schaut mal. Also es sieht halt alles einheitlich braun aus. Ist schon krass, ne? Die Leute kommen trotzdem hierher und sagen, wie wunderschön das aussieht.
Alter, wenn ihr wüsstet, dieser Kontrast von Regensaison saftig tiefgrün zu dem, was man jetzt sieht, es ist unfassbar. Hier, Freunde, was Positives. Unser Aloe Vera, er lebt noch. Und meine Füße auch richtig angenehm. Diese Steine sind richtig schön. Ja, ist wirklich so. Der Aloe Vera sieht so schön aus. Aber ich glaube, dieser Bereich ist auch gut gewählt. Weil hier ist Schatten, ja, aber es ist auch Sonne. Wobei ich eigentlich gelesen habe, dass Aloe Vera eine Sonnenpflanze ist und Sonne mag. Aber wahrscheinlich nicht 12 Stunden am Tag Dauereinstrahlung. Liebe Leute, wer kennt sich mit Sukkulenten aus? Ich möchte wirklich, wir machen hier alles platt und wir hauen hier, ja, diese Sukkulenten. Ja, aber es gibt hier keine Sukkulenten. Also mit allen. Es gibt die hier nicht, aber vielleicht kann man das importieren. Ja, oder aber mal darf man, ja, nee, man darf so keine Pflanzen importieren. Ja, also doch, mit extra Zertifikat und Gutachten und. Ne? Aber also ich kann mir gut vorstellen, dass es hier irgendwo Sukkulenten geben muss, weil das Klima ja auch. Also es gibt ja auch Kakteen hier. Ich glaube, Aloe Vera ist ja auch eine Sukkulente. Aber diese, wir meinen so klein. Es gibt diese wunderschönen kleinen, die das auch so ein bisschen kakteenmäßig aussehen. Das war ja auch eigentlich von Anfang an der Plan, Ursprungsplan. Oben Rooftop plus, ja, hier diese Area, ja, mit den Sukkulenten zu machen. Es ist schön unten, weißt du, das wächst nicht weit nach oben. Du hast, ja, trotzdem ein bisschen Farbe drin. Ja. Die mögen die Sonne, weißt du, dass sie, weil hier brennt uns einfach alles weg. Leute, das Seil ist wieder da. Haben wir das noch gar nicht gezeigt? Nee, haben wir nicht. Also wir haben es noch nicht final gestutzt hier an der Seite. Hier wissen wir noch nicht, ob wir diese langen Dödel hier haben. Die Frage ist, werden wir es jemals final stutzen? Ist halt die Frage, wie wir es hier machen wollen. Ne? Wollen wir das so auf kurz einhaben? Letztes Mal hatten wir einen Knoten drin, aber knote mal dieses Seil. Letztes, ja, Mal hatten wir dieses Hanfseil, was wesentlich weicher und auch dehnbarer war. Das ist richtig, richtig saftiger Stiffy. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, sollen wir es... Das hängt mich hier so ein bisschen zu sehr runter. Bleib so stehen. Sieht gut aus. So bringt ja gar nichts. Aber hier, guck mal, auf der Seite ist es kürzer. Da, hier haben sie es besser gemacht. Ja, hier traurig. Einfach nur traurig. Ich könnte meine Hand ins Feuer legen. Als wir gekommen sind, waren diese trockenen Gräser noch da, Schatz. For sure. Weil eigentlich sollten die das hier pflanzen in der Zeit, wo, ja, wir weg waren. Kaum sind wir nach Deutschland gefahren, wurde natürlich gar nichts mehr gemacht. Ja, so ist das hier leider. Man muss immer präsent sein, damit die Leute weiterarbeiten. Stell dir mal vor, Sukkulenten, ja, verschiedene Farben. Boah. Dann hast du dieses Pattern mit einer Farbe, dann dieses Pattern mit einer anderen Farbe, also und hier, hier wieder. Mit Pattern meint Sabibo jetzt hier zwischen den Backsteinen. Genau. Da ein Patch, da ein Patch. Das war ja ursprünglich der Plan, warum das auch überhaupt so gelegt wurde. Der Rasen hier sieht auch ein bisschen dead. Also, das war ursprünglich mal richtig angenehm belaufbarer Rasen. Jetzt ist das wie ein Kaktus. Da haben wir unsere Sukkulente, Schatz. Ja, jetzt lösen wir auf. Das ist übrigens die Schaukel. Also. Und da ist Mila. Hallo. Die gewaschen wurde. Ich habe so ein kleines Déjà-vu, Schatz. Hatten wir das nicht letztes Jahr oder davor das Jahr? Genau die gleiche Situation. Es müssen ist wir halt eigentlich mal so ein Video raussuchen. Es ist halt verrückt, ne? Also mit dem Wissen in die Trockensaison reinzugehen, dass du nach der Saison, wenn du nicht ausreichend Wasser hattest, hier ziemlich viel neu machen musst, ist schon traurig. Ja, noch einfach dieses Geld, ne? Weil klar, hier ist es natürlich nochmal viel günstiger als in Deutschland Pflanzen zu kaufen, aber es ist trotzdem teuer. Natürlich. Gerade halt, weil die Fläche so groß ist und wenn man so viele Pflanzen kauft und dann weiß, nächstes Jahr haben wir wieder kein Wasser, dann hat man irgendwie auch keinen Bock drauf. Ne? Das alles aufgeben. Los mehr, das zurück nach Deutschland. Ja, aber wie viele Häuser haben so Steine oder sowas oben? Zu all dem, was ihr hier gerade seht, könnt ihr natürlich euren Senf dazu schreiben. Der Buddha natürlich richtig schön. Zählt aber nicht als Pflanze, oder? Wasserpumpe ist kaputt gegangen. Die wurde so provisorisch zusammengesteckt, bis wir dann irgendwann gesagt haben, so komm, wir machen es anständig. Jetzt haben wir eine stärkere Pumpe eingebaut. Deswegen ist der Strahl oben auch ein bisschen intensiver. Schön, jetzt der ganze Buddha befeuchtet. Davor, ja, waren ganz viele trockene Stellen. Und das ist einfach so Peppers Trinknapf. Die haben zwei Näpfe, jetzt extra aus Deutschland noch schöne gekauft, damit sie einen für Wasser hat, eins für Essen. Ja. Und dieses Wasser rührt sie einfach nicht an. Das ist lustig. Pepper trinkt immer hier. Und wenn Bruno da ist, Bruno trinkt immer aus dem Pool. Wir wollen einfach kein normales Wasser trinken. Ja, vielleicht sollten wir noch mal ein Glas Terpentin hier hinstellen oder so. Gerade eben schon erwähnt, der Frangipani, der war fast blätterlos. Jetzt hat er schon wieder ein dichteres Blätterdach und sehr, sehr viele Blüten, wie ihr seht. Na gut, vieles was anderes, aber zumindest sind die Blätter wieder saftig grün und sehen auch gesund aus. Im Hintergrund richtig nice, die Kletterpflanzen, die liebe ich ja tatsächlich, ne? Das einzige Problem, was wir da haben, ist, unten verlieren die so ein paar Blätters. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber sie klettern jedenfalls fleißig weiter. Hier haben wir auch neue Bäume gepflanzt.
Die sehen auch noch nicht fit aus. Aber die kriegen auch so ein tiefgrün bis knallig rotes Farbspektrum. Das sieht crazy aus. Ich hoffe, die wachsen alle an. Ja, hier unser Lavendel. Machen wir ein bisschen aggro, diese Typen, diese Leute, die hier mal lügen, ey. Und hier kommen wir zu schönen positiven Nachrichten. Stay positive, Freunde, denn wir haben diese wunderschöne eine Pflanze in einem gepflanzt. Aber ich muss sagen, das ist meine Favorite-Pflanze hier. Vor allen Dingen, was ich liebe. Die so richtig pink ist. Was ich liebe an dieser Pflanze, sie ist halt nicht nur schön pink, aber schaut mal, jetzt genau zu diesem Zeitpunkt, wenn die Sonne hier schon tiefer reinbricht und man so ein bisschen Flair auch so hat, sieht das richtig cool aus, weil das Licht nämlich durch die Blätter durchleuchtet. Und Mila hat sie auch getauft und sie heißt Pinky. Also diese Pflanzen mögen wir sehr gerne. Hier haben wir auch noch die, die wir ja auch da hinten an der Ecke, ne? Ja. Eingepflanzt haben. Und guck mal, ich befürchte, das sind auch eher Schattenpflanzen. Deswegen sehen sie hier in dem Bereich, wo ja auch nur, glaube ich, morgens und jetzt spät am Nachmittag Sonne ist, und das auch nur so ein bisschen, ist hauptsächlich Schatten hier. Ja, die sehen wesentlich besser aus. Hier haben wir noch keine komplett pinken, aber wer weiß, was da noch rauswächst. Aber hier sind diese pinken Streifen, das ist schon cool. Die sehen richtig cool aus. Ich finde, das harmoniert richtig schön, gerade in Verbindung mit der Wand, mit den Steinen. Wenn es regnet, dann sind die Steine ja auch noch voll pink und das sieht richtig, richtig geil aus. Ja, und hier sind noch so die letzten Elephant Ears, ne? Die letzten Überlebenden. Da sind noch ein paar Wollläuse, da arbeiten wir noch dran. Und meine Mama hat nun gesagt, weil sie liebt ja diese rötlichen Pflanzen. Ich hoffe, ihr habt die Erde ausgetauscht. Liebe Grüße. Also ich weiß, dass sie auf jeden Fall ein bisschen Erde ausgetauscht haben, aber ich weiß nicht inwiefern, weil guck mal, mit den ganzen Steinen. Die sind nicht anfällig. Also die haben keine Viecher dran. Aber guck mal, hier sind so Löcher, ne? Aber die haben auf jeden Fall keine Viecher. Schneckbären wahrscheinlich. Schon. Hier, richtig geil. Hier kann man das ein bisschen besser erkennen. Ja. Was für ein Farbspiel die haben. So wirklich von hellgrün, dunkelgrün, rot, pink, orange, alles dabei. Sieht richtig cool aus. Was war denn hier? Hier waren auch. War da hier diese Pflanze oder diese, ne? Also irgendwas ist hier gestorben. Ich glaube, das waren die Monsteras. Genau. Ja. Dann hatten wir ja quasi hier diesen Spot frei und dann dachten wir, oh, ein bisschen Farbakzent machen wir hier rein. Aber hier die Monsteras wachsen ja mega nice, ne? Also ja. Gerade hier jetzt in die Lampen unten hinein. Sehr buschig und dann bis hoch rein, ja. Gerade mit den Lampen am Abend, wenn die Lampen hier an sind, das sieht so gemütlich aus. Ja. Wir haben ja auch hier, ich weiß nicht, haben wir das hier gezeigt, deine Masken aus Sansibar integriert. Ja, die passen auch richtig gut rein. Ja. Für die Antilopen, die Wilden, die wir hier auf Lombok auch haben. Den Bereich finde ich auch sehr, sehr schön. Also hier ist gerade nichts aufgebaut, aber erinnerst du dich noch, als wir diese Palmen gepflanzt haben, wie klein die waren? Was mich sehr erfreut ist, dass diese Palme überall in unserem Garten gerade neue Blätter sprießt. Und guck mal, du siehst ja auch hier. Das wird wieder so ein neuer Strang für Beeren. Das Ding geht auf und dann kommt da sowas raus und die Beeren sind zuerst grün und dann fächert er weiter auf und dann werden die älter und dann werden die so. Und dann sehen die so richtig rot aus und passen perfekt zur Wand. Also ich finde, diese Pflanze sieht ein bisschen aus wie die, die wir auch im Wohnzimmer haben, nur in richtig groß. Diese Bottlepalme meinst du? Nee, die anderen. Ah, den Farn. Genau. Ah, ist ja auch kein Farn. Aber schau mal, aber ich finde, das sieht halt schon so ein bisschen so aus. Ja. Und die sehen auch angefressen aus, guck mal. Du machst deinen Fasten gar nicht, weißt du? Du beißt dir jeden Tag einfach so ein Blatt rein. Ja, aber guck mal, wie perfekt, dass sie auch überall hier an der Seite so lang sind. Aber schau mal, da kurz, hier so lang, da kurz. Guck mal. Hä, was ist los? Wer frisst denn hier so künstlerisch? Weißt du noch, ganz, ganz am Anfang hatten wir hier doch voll so die Schnecken am Start. Aber jetzt ist ja auch gar nichts hier. Nee, aber das ist ja ganz crazy, dass die, egal wo du hinguckst, immer die linke Seite länger ist. Hier der etwas schattigere Bereich im dritten Gästezimmer sieht fantastisch aus. Der Dschungel zieht richtig zu. Guck dir das an. Das ist auch wieder diese Palme, von der Sabibu gerade gesprochen hat. Wächst auch richtig schön. Die ganzen Pflanzen sehr, sehr saftig grün. Das Einzige, was hier in der Ecke etwas traurig ausschaut, sind die Aloe Veras. Auch hier bei der Outside-Shower, die Aloe Veras. Ich weiß nicht, was an diesem Platz hier falsch ist, aber die sehen echt nicht gesund aus. Aber guckt euch hier mal die Kletterpflanzen an. What the God? Richtig nice! Was ich hier so cool finde, ist, dass hier Kletterpflanzen und diese Hängepflanzen aufeinandertreffen. Jetzt natürlich ein bisschen trocken und hier sind sehr viele Blätter ab. Ah nee, das waren alles Blüten! Guck mal!
Das sind diese ganzen Blütenknospen. Die sind wahrscheinlich schon verwelkt und wieder abgefallen. Crazy. Schade, dass ich die nicht in diesem vollen Blütenstrang gesehen habe. Mist. Aber das feiere ich richtig. Ich liebe diese Kletterpflanzen. Hier aus dieser Palme wachsen unten auch schon neue raus. Es ist nicht alles fatal. Schaut euch unseren Mangobaum an. Er hat seit 3 Jahren noch keine Frucht geworfen. Aber er sieht schön aus. Er hat sehr viele Blätter und er kriegt jetzt gerade diese sprießenden Spitzen hier. Guckt euch das mal an. Überall. Den hat er da oben überall. Wie sieht's hier mit Dragonfruit aus? Eher spärlich. Oh, was passiert hier? Ah ne, das ist nur eine Spitze. Oh, wird das vielleicht eine Frucht? Also erstmal eine Blüte und dann eine Frucht. Das kann sein, ich weiß es nicht. So, jetzt wahrscheinlich das Highlight. Warte, ich zeige das mal hier aus dieser Perspektive von dem heutigen Video. Wir haben Früchte bekommen von einem Baum, den ich so in der Form nicht kenne. Starfruit, die Sternfrucht, sagt euch wahrscheinlich was, aber das ist so eine abgewandelte Form. Soll irgendwie zur gleichen Familie gehören oder so. Aber diese Starfruit ist halt nicht sternförmig, sondern eher so gurkenförmig. Aber guckt mal, wie viele Früchte an diesem Baum wachsen. Ich raste aus. Also das ist mal ein anderes Level von Früchten tragen. Das habe ich so in der Form noch nie gesehen. Guckt euch das mal an. Seht ihr, wie viele da sprießt hier wieder, da sprießt da was Neues raus. So kleine Zippel. Alter, guck mal hier. Crazy, den ganzen Ast. Oh, Digga, was ist hier los? Da sind ja 100 Sternfrüchte dran. Oder Sterngurken, keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt. Wir haben noch 2 weitere Starfruit Trees, aber die scheinen noch nicht so weit zu sein. Oh, look at this beauty. Ich liebe es. French Paints, favorite tree. Auch hier unterm Haus. Diese farnähnlichen Pflanzen sehen sehr trocken aus. Aber diese Palme hier zum Beispiel, sehr saftig und stark. Und da kommt oben auch ein neuer, frischer Stängel raus für die nächste Etage. Geil, ich gehe hier mal runter. Ich sehe gerade, der zweite Starfruit Tree hat auch schon Früchte. Guckt mal, hier. Oh, hier kommen wir mal ein bisschen dichter ran. Alter, und vorher sind so schöne rote Blüten gewachsen. Guckt mal, und aus diesen Blüten kommen dann diese kleinen Pimmel hier. Alter, und was für Gurks da am Start sind. Überall. Verrückt. Ist wahrscheinlich das Dümmste auf der Welt, hier barfuß durchs Gestrüpp zu laufen. In Deutschland würde ich sagen, jo, Brennnessel, pass auf. So, Grundstücksende. Wir sind angekommen. Schauen wir mal ganz kurz. Avocados und Guave. So, das sind die Avocado-Bäume. Irgendwie nicht. Dadurch, dass die jetzt hier neue Rohre für Wasser und Strom verlegt haben, ist hier auch ein kleiner Pfad, wo man längs laufen kann. Müsste man eigentlich direkt ausnutzen und pflastern. Was soll ich sagen? Leider keine zusätzlichen Früchte. Aber vielleicht ist es auch gerade nicht Saison. Jetzt bin ich gerade genau am Grundstücksrand. Wir haben hier nochmal Bananen gepflanzt, weil die sich so krass vermehren. Und am Grundstücksende nochmal so eine ganze Bananenwand zu haben, sieht wahrscheinlich sehr, sehr cool aus. Die Bananenpalmen, die wir da hinten stehen haben, da kann ich euch gleich nochmal zeigen, wie schnell die sich vermehrt haben. Was hier auch noch erwähnenswert ist. Schaut euch mal bitte diese Palme an. Könnt ihr das sehen? Die wächst hier einfach gerade durch einen anderen Baum durch. Wir hatten einen Baum, ich weiß nicht, ob durch Blitzeinschlag, Erdbeben oder einfach zu starken Wind. Wahrscheinlich der starke Wind. Ist der gesplittet worden? Schau mal hier die Äste. Der und der. Die waren eigentlich sehr, sehr dicht zusammen und sind so nach oben gewachsen. Und dann ist das Ding irgendwann gecrackt und die eine Seite dahin und die andere Seite dahin gefallen. Jetzt wächst diese Palme, die inzwischen auch gigantisch groß geworden ist, einfach durch dieses Blätterdach. Ja, ich sehe auch gerade die ganzen Chilis, die wir hier hatten. Wie viele Chilis haben wir hier gepflückt? Ich glaube, die wurden zum Teil oben in die Nursery gepackt. Aber hier ist halt alles weggetrocknet, ne? Hier gibt es gar nichts mehr. Oh, was sehe ich hier? Eine Papaya. Guckt euch das an. Langer Stängel und keine Blätter dran. Wurden alle abgerissen von den Affen. Aber lebt noch und ist recht groß. Guck mal, gibt mir schon fast bis zur Hüfte. Ja, und hier kommt auch ein neuer Ast raus. Sehr gut. Was ist das? Leute, könnt ihr euch erklären, was das ist? Was sind das für Markierungen? Farblich sieht das echt aus, als wäre das irgendwie verbrannt. Aber irgendwie ist das auch so ein... Sieht so teermäßig aus, so ein bisschen klebrig. Oder wurden Risse damit vielleicht abgedeckt? Ist das irgend so ein Zeugs, was den Baum heilen soll? Weil wenn ich hier mal sehe, schau mal, wie viele Cuts hier sind. Das sieht aus, als hätte da jemand mit der Machete so reingekloppt. Ja, Outside Shower. Man sieht, hier überall kommen langsam so kleine, neue Kletterpflanzen.
viel, crazy, hier komplett durchgewachsen. Da sind noch welche im Gebüsch dahinter. Sieht's gut aus. So, hier haben wir das katastrophale Bild unserer Bananenpalmen. Die sind so wahnsinnig ausgetrocknet. Guckt euch das an. Den Vorteil, den wir haben, die Bananenpalmen vermehren sich wahnsinnig schnell. Ich habe schon mal erzählt, sobald eine Palme einmal Bananen wirft, wie jetzt hier zum Beispiel, und wir sie dann geerntet haben, wird der Hauptbaum gefällt, weil er halt keine weiteren Früchte mehr gibt. Das Krasse ist aber, dass mit jeder Pflanze 3, 4, 5 neue Pflanzen wachsen, unten aus dem Stamm. Schaut euch das mal an. Hier war schon mal eine, die wir gefällt haben. Ich glaube, hier war auch eine. Das war die erste. Wir hatten ja 3 Stück gepflanzt. Wir hatten hier eine gepflanzt, da irgendwo eine gepflanzt und da irgendwo eine gepflanzt. Und aus den 3 Bananenpalmen haben wir effektiv, ich habe vorhin gezählt, wir sind bei knapp 40 Bananenpalmen nur in diesem Areal. Von 3 auf 40 innerhalb von 3 Jahren. Ist crazy. Deswegen ist zwar schade, dass die jetzt ein bisschen ramponiert aussehen, weil wegen Wind passiert halt das hier. Da werden die Blätter so franselig, ja, wie hier oben. Ja. Und Trockensaison gibt denen dann halt den Rest. Aber es sind sehr viele neue gewachsen. Wir gezählt, wir müssen schon safe bei über 1000 geernteten Bananen sein. Das ist crazy. Da unten ist noch ein Papayabaum. Geil. Da, der sieht sogar richtig saftig aus. Hier im Hintergrund seht ihr die Marquesa, die Passion Fruit. Hat sich auch richtig schön buschig die Poolseite entlang gehangelt. Wir müssten jetzt demnächst, speziell wenn es jetzt zur Regensaison wieder losgeht, müssen wir hier mal wieder eine neue Halterung setzen und das verlängern bis ganz rüber, damit wir hier die ganze Poolseite mehr oder weniger mit Passionfruit abdecken können. Alter, diese Früchte sind so fett und prall, ey. Look at you. Oh, Diggi. Sauber. Ey, das freut mich richtig, dass wenigstens ihr und die Belimbing, die Starfruits, hier mal richtig einen raushängen. Yo, Alter, hier sind ja noch richtig viele. Ich frag mich, warum? Ja, vielleicht trinken die einfach aus dem Pool. Guck mal, die haben da so ein paar Stängel oben drüber hängen. Trink einfach das Poolwasser. Stell dir vor, du isst diese Passionfruits und die schmecken einfach nach Chlor. Glücklich über euch kleinen, dicken Oschis. Und hier nochmal so eine schöne Blüte. Oh, die sehen so wahnsinnig cool aus. Bei diesem Anblick freue ich mich wirklich auf die Regensaison. So, hier auf der Poolkante, mal nochmal runter gucken. Hier zum Beispiel haben wir einen saftigen Orangenbaum. Der ist so groß geworden und was ich nicht raffe ist, der hat schon Früchte getragen, als der ganz klein war und jetzt nicht mehr. Schaut mal, ich bin hier, keine Ahnung, ich bin hier bestimmt auf 3, 4 Metern Höhe. Der ist schon richtig groß. Die Blätter sind jetzt ein bisschen gekräuselt, weil trocken. Also Leute, natürlich, wir sind mega traurig. Aber unsere Pflanzen sehen im Verhältnis zu der Außenwelt wesentlich besser aus. Hier zum Beispiel. Klar, wir sehen den Bambus ultra trocken da außen. Richtig braun. Aber wenn ihr jetzt hier nach vorne schaut, diese Palme. Alter, was hat die hier für Schoten bekommen? Guckt euch das mal an, weil ich muss mal ein bisschen heller machen. Jo, das sieht aus wie so eine Schultüte mit den ganzen Geschenken, die da rausragen. Wie so ein Riesenkalmar, wie so ein Tintenfisch mit den Tentakeln hinten. Diese Palme, ohne Witz, war nicht ersichtlich am Anfang von der Terrasse aus. Und schaut mal jetzt, die ist bestimmt schon über mich hinaus, die ist schon über 2 Meter über den Pool hinaus gewachsen. Ja, die Pflanzen sind leider zur Windsaison zerfleddert und die äußeren Ränder brutzeln jetzt hier gerade weg, werden leicht braun, aber die ganzen neuen Blätter, die kommen, sehen richtig geil aus. Durch diese zerrupfte Friese an hier. Ja, Mann, was soll ich sagen? Step by step drückt uns die Daumen, dass die Wasserzufuhr wieder läuft, damit wir unseren Garten wieder gießen können. Wenn ihr keine weiteren Updates verpassen wollt, dann werdet ein Teil von Team Chibo, liebe Leute. Stay positive wie immer und dann sehen wir uns im nächsten. Tschüssikowski.